Oh mein Gott, nein. Au. Hi, hallo. In diesem Video möchte ich dir gerne die Geschichte erzählen, wie ich eigentlich Deutsch gelernt habe. Also ich meinte Hochdeutsch und auch, ja, ich werde das auf Hochdeutsch erklären. So, bleib dran. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen, als ich noch in Indonesien war, und es war schon vor 7 Jahren. Ich war noch in der Schule, sozusagen so wie Senior High School, oder in der Schweiz sagt man Gymnasium. Bei uns ist diese Schule so in 3 verschiedene Interessen oder 3 Hauptfächer geteilt. Die sind Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft und Sprachwissenschaft. Und ich war eine, die von der Naturwissenschaftsklasse war. Aber daneben hatten wir eigentlich auch noch eine Möglichkeit, ein zusätzliches Fach von anderen Hauptfächern zu lernen. Danach habe ich einfach von der Sprachwissenschaftsklasse gewählt und es war, ja, die deutsche Sprache. Ich habe dann Deutsch damals in dieser Schule für 3 Jahre gelernt. Aber, nachdem ich das Gymnasium abgeschlossen habe, habe ich einfach fast alles vergessen. Ich weiß es immer noch, in diesem Moment konnte ich nur so wie ich heiße, ich bin zum Beispiel 18 Jahre alt oder die Zellen und noch einige Wörter. Nach dem Schulabschluss bin ich im Juni 2016 in die Schweiz gekommen. Und danach habe ich mich 1 oder 2 Wochen später an einen deutschen Kurs angemeldet. Es war bei der Benediktschule in Luzern. Die Anmeldung war eigentlich ein bisschen zu spät, weil es war während den Schulferien, also Sommerferien. Und ja, es findet ja keine Schule während den Ferien statt. Und danach hatten wir eine Besprechung mit jemandem von diesem Kurs. Und ja, wir haben besprochen, wie sollte das sein, wie wäre es, was konnte ich schon, was verstehe ich schon auf Hochdeutsch. Und zum Glück musste ich nicht von der Basisklasse anfangen, weil ich ja schon einige oder verstehen konnte. Die Basis ist so wie zum Beispiel die Buchstaben, die Nummer und das Aussprechen. Deshalb habe ich dann den Kurs von der Stufe A1 begonnen, weil der Kurs oder die Klasse für diese Stufe A1 schon vor den Sommerferien begonnen hat, musste ich dann zusätzlich noch so wie einen Privatkurs besuchen während diesen Ferien, um aufzuholen alles, was schon vor den Ferien schon gelernt ist. Wenn du die Stufen für diesen deutschen Kurs nicht weißt, es gibt 6 Stufen. Die sind A1, A2, B1, B2 und C1, C2. Die Bedürfnisse und die Schwierigkeiten von diesen jeden Stufen sind ja anders, nicht endlich oder nicht gleich. So muss man es selber finden und suchen, welche Stufe braucht man ja eigentlich. Warum habe ich mich sofort an diesen deutschen Kurs angemeldet, nachdem ich gerade auch in die Schweiz gekommen bin? Weil die Sprache hier in der Schweiz ist sehr wichtig. Wofür? Ja, für den Alltag, für das Integrieren hier, für die Arbeit, für die Schule, für die Universitäten, für alles. Und während der Besuch für diesen Kurs habe ich mich wirklich mit dem bestätigt. Und ich habe eigentlich auch nur auf Hochdeutsch gesprochen mit allem. Und ich habe auch keine Schweizerdeutsch gelernt, weißt du, weil in der Schweiz gibt es ja auch Schweizerdeutsch. Man lernt Hochdeutsch, aber
für den Alltag mit dem anderen, mit der Familie, Freunden sprechen sie auch Schweizerdeutsch, weil sie ja auch mit Schweizerdeutsch aufgewachsen. Das ist eigentlich ihre Muttersprache, nicht die Hochdeutsch. So, wenn du dich für das Ausbildungssystem von der Schweiz interessierst und du möchtest das wissen, schreib das dann im Kommentarbereich unter diesem Video, ob ich ein Video darüber machen sollte. Okay? Die Stufen A1 und A2 fand ich eigentlich einfach. Also ganz einfach, nicht so schwierig. Und B1 war okay. Aber danach, ab B2, ach, es hat wirklich schwierig angefangen. Und bei C1 habe ich mich wirklich bemüht. Wirklich. 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 Bei C1 war mir eigentlich schon ein bisschen zu viel. Und es war mir auch ein bisschen gelangweilt. Meine Zeugnisnote für C1 war eigentlich auch knapp 4,9. In der Schweiz ist die Note 6 ist das Beste, ist die höchste. Die schlechteste Note ist Note 1. Ab Note 4 ist okay. Bekommt man keine rote Note ab Note 4. Ja, und viele Zeiten habe ich auch damals nur für die Sprache, also die deutsche Sprache, verbracht. In diesem Moment bin ich auch oft nach dem Kurs gleich in den Laborcomputer gegangen, um meine Hausaufgaben zu erledigen. Den Kurs hatte ich bis 13 Uhr, also A1 und A2 bis 1 Uhr und von B1 bis C1 nur bis 12 Uhr. Nach dem Kurs habe ich eine kurze Pause gemacht, weißt du, zum Mittagessen und dann bin ich fast immer bis 5 Uhr am Nachmittag dort geblieben. Der Kurs war ein intensiver Kurs. Jede Stufe dauert 10 Wochen, außer C2, weil C2 ist schon wie eigene Muttersprache. Und dafür braucht es ja noch längere Zeit. Ich denke, ich habe mal dort gefragt und sie haben gesagt, C2 dauert fast bis 6 Monate, ein halbes Jahr. Den Kurs selber habe ich bis zur Stufe C1 besucht und es hat fast eineinhalbes Jahr gedauert. So, es war schon ein bisschen eine lange Zeit. Aber ich habe es genossen. Es war spannend, denke ich, eine neue Sprache zu lernen. Und die sind so schwer. Das sind die Bücher, die ich von diesem Kurs gekriegt habe. Diese Bücher sind auch wirklich einfacher zum Verstehen, weil ich habe ja auch einige Bücher von anderem Kurs gesehen oder von jemandem, die auch den Kurs vorher irgendwo gemacht hat, nicht in dem gleichen Kurs wie meiner. Und ihre Bücher waren schon ein bisschen kompliziert. Viele Zusammenfassungen habe ich auch damals geschrieben, so wie für Verben, Nomen, Artikel, Grammatik. Die sind so wie in kleinen Büchern geschrieben. Zum Beispiel das ist für Verben. So klein. Für das Verben habe ich jedes Verb in Präsens, Präteritum und im Perfekt geschrieben. Ich habe auch ein kleines Buch so für die Grammatik von A1 bis C1 geschrieben. So. Und das ist für die Nomen, für den Artikel, Maskulin, Feminin, Neutrum und Plural. Verben mit Präfix. Oder ja auch so Verben, aber nicht die Konjugation, einfach nur die Verben. Warum ich so viel geschrieben habe, also die Zusammenfassungen, weil
für mich das Lernsystem ist es besser, wenn ich schreibe und visualisiert, denn ich sehe das auch, weißt du, dann kann ich das besser im Kopf behalten, damit ich mich daran gut und lang erinnern kann. Oder diese kleinen Bücher kann ich auch überall mitnehmen, im Zug, im Auto. Ich musste ja immer zu dem Kurs mit dem Zug fahren und eine Fahrt hat es fast eine Stunde gedauert, also 45 Minuten. Und dann, ja, was mache ich im Zug? Nur sprachlos und nichts machen. Und ich habe genau gedacht, ja, dann kann ich auch diese Bücher da lesen, um zu wiederholen, was ich zum Beispiel auch schon gelernt habe. Oder ich habe auch Wörterbücher. Das ist, jemand hat mir das gegeben, das ist Indonesisch-Deutsch. Und das ist Englisch-Deutsch, weil manchmal finde ich ja auch keine Wörter auf meiner Muttersprache Indonesisch, da musste ich das auch in Englisch suchen. Vielleicht kann ich das besser verstehen. Obwohl ich Deutsch schon viel gelernt habe, habe ich manchmal auch etwas vergessen. Das bin ich bewusst und ich merke das. Deswegen möchte ich eigentlich bis jetzt immer noch mein Deutsch verbessern. Und dieses Video ist eigentlich für dich als Motivation. Obwohl viele sagen, ja, Hochdeutsch ist die schwierigste Sprache und life is too short to learn German. Viele haben das gesagt, oder? Oder vielleicht hast du mal irgendwo gehört. Es stimmt, das Deutsch ist schwierig, aber es ist ja auch nicht so schlimm, wie man denkt. Wenn man das nicht probiert, dann weiß man ja auch nicht genau. Und das ist auch nicht nur für Deutsch, eigentlich für alles. Also, wenn ich kann, warum du nicht? So guys, thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my channel. Like and share this video to everyone. To your family, to your parents, to your friends, best friend, girlfriend, boyfriend, anyone. I'm Raisha and I'll see you in the next video. Bye! So the reality I didn't speak just in German for this whole video. That's okay. And yeah, don't forget to stay safe, everyone, wherever you are, because of the current situation, you know. Goodbye!